Hydrogen is the most common chemical in the universe. When you are looking into nature, you have water, and when you split water, you can produce hydrogen and oxygen. You don't have hydrogen sources, but you have the water, and you can always use water to produce hydrogen. Der Wasserstoff, er hilft uns in diesen Zeiten, wo wir den Klimawandel bekämpfen wollen und eine neue Energie brauchen, hilft er uns, diese Energie zu speichern, zu transportieren, ohne dass dabei Emissionen entstehen. Und da ergibt sich die Möglichkeit, tatsächlich auch für Zeiten der Dunkelflaute, wo es zu wenig Wind und Sonne gibt, Energie vorzuspeichern. Und gleichzeitig kann der Wasserstoff fast wie Gas eingesetzt werden, plus als chemischer Grundstoff genutzt werden. In the chemical industry, we are very familiar in the production, in the handling and the use of hydrogen, but it's not the purpose of energy storage, it's just the purpose of producing new chemicals. And now it's getting a new dimension, taking care for the energy world of the future. Hydrogen is a very important key cornerstone of the energy transition. On the one hand, for applications which are hard to electrify, especially in industry. We see for feedstock purposes, it's already used today in the form of hydrogen, methanol or ammonia. But next to that, also for heavy duty transports, as we see with trucks, shipping, but also in aviation, for instance, through synthetic kerosene. We glaubt, dass Wasserstoff eine der Schlüsseltechnologien ist, um die Dekarbonisierungsziele im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen zu erreichen. Wasserstoff wird wichtig sein, insbesondere zur Dekarbonisierung von der energieintensiven Prozessindustrie. Dazu gehört Stahl, Chemie, auch Raffinerien. Und natürlich gehören auch Anwendungen in der Mobilität dazu, also Schwerlastverkehr. Wir glauben also, langfristig wird Wasserstoff, in Form grüner Wasserstoff, ganz wichtig sein, um unsere Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Wir stehen vor einem Technologiewechsel weg von der Hochofenroute hin zu Direktreduktionsanlagen. Pro eingesetzter Tonne Wasserstoff können wir 28 Tonnen CO2 einsparen. One of the biggest challenge today for renewable energy to be delivered to the consumer is that where you can find that natural renewable resource from planet Earth is not always where you need it the most. The wind energy is greatest if you are far offshore at sea. That's not where you have a big concentration of industries and individuals. So the idea is to convert that energy at the source into hydrogen and then transport it to the consumers in the form of hydrogen. So for this, you will need an infrastructure of pipelines that needs to be developed today. The transportation of hydrogen is very efficient through pipelines. If you take an electrical cable and you take a pipeline, the amount of energy that you can put through the same diameter of hardware, electrical cable versus pipe, you can get 9 times more energy through a hydrogen pipe than you can get through an electrical cable. The pipe solutions that we have are really good for transporting hydrogen offshore because the materials are resistant to hydrogen, and the combination of the carbon fibers and the PA12 make it a very strong and robust pipe, very good in fatigue performance, so it can withstand dynamic loads for many years offshore. The transportation of hydrogen is key. There are multiple options to transport hydrogen, like liquid hydrogen, hydrogen blended natural gas grids, or a pure hydrogen network. Of course, the pure hydrogen network would be the most efficient solution. But what we need now is a smart transformational technology. And mixing the hydrogen into the natural gas pipeline grid is a key technology which could help. We expect that the increasing demand for our green hydrogen will result in a solution based on natural gas grids. And in order to contribute to this, we have developed a technology based on our high-performance membranes to take out the hydrogen from a natural gas grid.
The Get H2 Nucleus project will be the pioneer to enable the core of a nationwide hydrogen infrastructure and to scale up the hydrogen process within Germany. The 130-kilometer pipeline network from Lingen to Gelsenkirchen will connect producers, storage and consumers in the Rhine-Ruhr area. For the construction of the new pipeline between Marl and the Gelsenkirchen refinery, we used Vestamet Polyamide 12, a high-performance material for coating steel pipelines for mechanical protection. Mit unserem Gemeinschaftsprojekt Get H2 Nucleus, mit den Projektpartnern, bauen wir somit Gesamtwertschöpfungssysteme zukunftsorientiert auf und können zeigen, wie wir in der Zukunft hier in einer defossilisierten Welt Systeme aufbauen, die einerseits Energie und Versorgung mit Gütern sicherstellen, auf der anderen Seite aber klimaneutral werden. When we look at the cost structure of today's electrolyzers, we see that the invest into an electrolyzer is really high. And in order to lower this invest, you have to get rid of materials that are extremely expensive, such as expensive metals like titanium, iridium and platinum. But in order to get rid of them, you need to shift into a very new technology. AEM technology is a membrane within an electrolyzer in order to enable cost-efficient green hydrogen production. Gegenwärtig haben wir eine Produktionskapazität von grünem Wasserstoff weltweit von wenigen Gigawatt. Aber wir stehen am Anfang einer Revolution. Wo wollen wir hin? Letzten Endes wollen wir mit Wasserstoff und den Folgeprodukten, also grünes Ammoniak, grünes Methanol, E-Fuels, einen internationalen Rohstoff haben, den ich auch international handeln kann. Gleich wie dem Erdöl- und dem Erdgasmarkt. Und das ist letztendlich auch das Marktvolumen, worauf wir abzielen. Ich sehe sehr große Chancen in der Technologie. Das geht bei der Werkstoffentwicklung los, wie zum Beispiel der Membranwerkstoffe, da werden wir neue Dinge sehen. Aber auch bei den Katalysewerkstoffen werden wir neue Dinge sehen. Und das alles zusammen mit einer optimierten Konstruktion, mit neuen Designs und neuen Lösungen werden wir für die Wasserstoffwirtschaft einen großen Beitrag liefern können. The technology itself to convert the renewable power to hydrogen is all there, can be optimized, is subject for further investigations, further development. But the source of energy is one of the very hot topics. Die nächsten Schritte bestehen darin, dass jetzt schnell und entschlossen der Ausbau von erneuerbaren Energien vorangetrieben wird, sei es onshore, sei es offshore. Weil wir brauchen wirklich sehr, sehr, sehr vielen grünen Strom. Nicht nur, um Verkehr und Heizen und andere gesellschaftliche Bereiche zu elektrifizieren, sondern wir brauchen den grünen Strom am Ende auch, um den grünen Wasserstoff zu erzeugen. We have many of hurdles that we have to overcome. First of all, the technology is available, but we have to build that up. And that means we have to get a better acceptance from the society. Our regulations have to be adapted to the new situation. We have to get faster approvals for build up the renewable energy. Wir brauchen jetzt die wesentlichen Rahmenbedingungen und die Entscheidungen auf der Förderseite, um erste Projekte auch wirklich umzusetzen und in den Bau zu gehen. Wir reden seit langer Zeit über Wasserstoff, jetzt ist es an der Zeit, auch wirklich Wasserstoffprojekte zu implementieren und zu betreiben. Und dafür brauchen wir Förderung auf der Erzeugungsseite, aber eben auch auf der Abnehmerseite, weil wenn die Abnehmer investieren, dann kommt die Produktion hinterher. When we look at the chemical industry today, for example in Germany, chemical industry needs more than 1 million tons of hydrogen every year. When we want to move into a world that can fulfill all our energy needs of the future, we need much, much more than 1 million tons a year. We expect already by 2030 the consumption of hydrogen for trucking industry in the 100,000s of tons of hydrogen. Therefore, a steep ramp up of the infrastructure is necessary. We will provide the trucks and our partners will provide also the infrastructure, but we also need regulatory support by the governments. We
Wir müssen in Deutschland zeigen, mit grüner Technologie kann man Geld verdienen. Mit einer auf Wasserstoffbasis umgebauten, transformierten Industrie kann man Geld verdienen. Wenn wir das vormachen, dann sind auch andere bereit, mitzumachen. We have to act now. On the one hand, I think if we look at the last years, the events of extreme weather conditions have increased quite a lot. We've seen floods, we've seen droughts, we've seen storms. It basically means the urgency is rising. We actually need to stop the studying and we need to actually get into the implementation. So in the future, I would like to see a world where fossil fuels are no longer burned anymore. Renewable electricity is feeding AEM electrolyzers, producing green hydrogen cost-effectively and sustainably all around the world. I think that the future will be decentralized and the future will be full of green hydrogen. Evonik, leading beyond chemistry.